Im letzten Video hatten wir so eine Tabelle hier und wir könnten dann hier die Sprache ändern und dementsprechend wurden dann diese Überschriften geändert. Wir haben dann S-Verweis benutzt und wir hatten das Nachschlagwerk in einer separaten Tabelle abgelegt und das sah dann so aus. Das sind die unterschiedlichen Sprachen und hier die einzelnen Begriffe, also in Deutsch, in Englisch und so weiter. Das Problem mit diesem System, das hat eigentlich ganz gut funktioniert hier, mit so einer Tabelle, wo wenig Begriffe da sind. Eigentlich haben wir nur 4 Begriffe, die übersetzt werden müssen. Aber je mehr Begriffe wir haben, desto breiter wird unsere Tabelle. Das heißt, wenn wir jetzt so 10 Begriffe hier hätten, dann müssten wir die Tabelle noch breiter machen. Eigentlich ist das erstens vom Lesen schwierig, weil die Monitore haben nur eine gewisse Breite. Und zweitens ist so, in Excel, je breiter eine Tabelle wird, desto langsamer wird das Ganze. Deswegen ist es viel besser, wenn man in der Länge geht, anstatt der Breite. Also dieses Nachschlagwerk wäre ideal, wenn es so ausschauen würde. Ja, ich hatte hier, jede Sprache ist eine Spalte für sich und alle Begriffe sind hier in der Spalte. Und jeder weitere Begriff kommt dann hinzu. Und wenn ich jetzt eine neue Sprache will, kommt dann natürlich eine neue Spalte. Das ist jetzt mal ein neues Beispiel. Hier haben wir wesentlich mehr Begriffe, also wie viel haben wir hier? 8 Begriffe, vis-à-vis die 4 von vorhin. Und natürlich, normalerweise bei so einem Formular könnten es 20 oder 30 Begriffe sein. Und daher ist so ein Nachschlagwerk nach diesem System, wo jede Sprache eine Spalte hat, wesentlich effektiver. Jetzt, bei so einem Beispiel ist der Ist-Verweis nicht mehr so effektiv. Und wir werden hier eine andere Funktion benutzen, die ist sehr ähnlich zum S-Verweis und sie heißt W-Verweis. S-Verweis heißt Senkrechtverweis oder Spaltenverweis. Manche nennen es Spaltenverweis oder Senkrechtverweis. Beim W-Verweis ist es ein Waagrechtverweis. Eigentlich ist es ein S-Verweis, allerdings um 90 Grad gedreht. Wir werden mal das probieren, wie es geht. Ich fange mal an mit Vorname. Und zwar, man fängt an. Machen wir es mal diesmal mit dem Assistent. W-Verweis ist unter Matrix, natürlich auch unter alle, aber unter Matrix findet man das schneller. Und da ist er. Und er ist von der Aufteilung genauso wie der S-Verweis. Überhaupt kein Unterschied. Suchkriterium ist in dem Fall die Sprache, die wir haben. Ich lege sie auch fest, dass wir dann die Formel auch runterziehen können. Matrix ist eine separate Nachschlagtabelle und das ist hier ein Nachschlagwerk. Ja? Und wie ich schon paar Mal erwähnt habe, ist es immer besser, Nachschlagtabellen oder Matrixen immer in einer separaten Tabelle abzulegen. Dann stehen sie nicht im Weg von der Datentabelle und sie lassen sich viel leichter modifizieren und markieren. Ja, wie jetzt hier, wir markieren nicht diesen Bereich bis hierher, sondern wir markieren einfach die ganzen Spalten. Okay, und man legen sie auch fest. So, jetzt Zeilenindex. Beim S-Verweis hatten wir einen Spaltenindex. Und beim W-Verweis ist es ein Zeilenindex. Und jetzt ist die Frage, wo sind meine Vornamen? In welcher Zeile sind meine Vornamen? Hier, in der zweiten. Das ist die erste, das ist die zweite. Das heißt, 2. Wenn ich jetzt die Nachnamen wollte, dann wäre hier Spalte 3 und so weiter. Bereichsverweis auch hier wieder wie beim S-Verweis. Ich gehe mal wieder zurück zu unserem Nachschlagwerk. Bereichsverweis ist wie beim S-Verweis entweder wahr oder falsch. Jetzt hier muss man sich fragen, kann etwas sein zwischen Vorname und Name oder Pronom? Nein. Von daher ist die Antwort dann falsch. Okay, es ist identisch zum S-Verweis, nur man muss jetzt in Zeilen denken anstatt Spalten. Okay, und so ist es dann erledigt. Und der Vorteil, wie gesagt, bei so einem System ist, man kann jetzt, wenn man jetzt in diesem Blatt weitere Begriffe hinzufügen will, was weiß ich, wie Beförderung oder Angestelltenzahl oder so weiter, dann muss man das nur hier runtergehen und nicht in der Breite. Okay, wir probieren es noch ein Beispiel. Diesmal machen wir es ohne Assistent. Ich gleich W-Verweis und dann Klammer auf. Der Suchkriterium ist wie gehabt die Sprache. Dann der Matrix ist hier das Nachschlagwerk hier. Wird auch die ganzen Spalten markiert, legen wir auch fest. Jetzt in dem Fall, der Nachname ist in Zeile 3.
und auch wiederher der Bereich verweist, ist falsch. Und so hat man dann das Ganze. Okay, und jetzt könnte man eigentlich, theoretisch könnte man das Ganze runterziehen und man muss dann nur, hier hat man jetzt alle Nachnamen, man muss nur jetzt die Zeilenindexe ändern. 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Okay, und so hat man jetzt dann ähnlich wie vorhin. Und man kann natürlich auch hier, jetzt haben wir hier nur die Überschriften, man kann auch natürlich einzelne Begriffe wie hier Einkauf und Nein, könnte man auch in dem Nachschlagwerk hinzufügen. Und das würde dann ganz einfach gehen. Man fügt sie hinzu, nehmen wir mal an Einkauf. Das wäre in Englisch Purchase. Ich habe keine Ahnung, was es in ich weiß nur das Verb acheter. Ich hoffe, dass es richtig ist. Und Nein. No, no und ja, yes, we. So, okay. Und so könnte man dann das genau dasselbe machen, indem man hier den Einkauf, anstatt Einkauf, nimmt man dann S-Verweis, bin immer noch beim S-Verweis, W-Verweis und wieder die Sprache festlegen, rüber in den Nachschlagwerk. Die ganzen Spalten markieren, festlegen. Man muss sich jetzt überlegen, in welche Zeile ist mein Einkauf? Der ist in Zeile 10, also Zeilenindex 10 und Bereichverweis falsch. So, und da habe ich den Einkauf. Probieren wir es mal. In Englisch müsste jetzt hier Purchase stehen, genau. Und in Französisch was immer. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Wenn nicht, man kann es dann locker hier dann korrigieren. Ja, und dasselbe kann man hier mit dem Nein oder Ja machen. Und zwar ist dann auch hier mit dem W-Verweis. Und man macht das dann W-Verweis. Okay, wieder Suchkriterium ist in dem Fall die Sprache. Festlegen. Und dann markieren. Festlegen. In dem Fall, was hat man? Nein, ist dann Zeilenindex 11 und falsch. Okay, und so hat man dann noch. Normalerweise aber, wenn wir jetzt ein richtiges Formular hätten, würde man hier gar nichts machen mit dem W-Verweis, weil normalerweise ist es ein Eingabefeld, da muss der User oder was immer, muss dann hier eingeben. Und wenn jetzt hier eine Formel oder Funktion drin ist, könnte man ja theoretisch nichts mehr eingeben. Oder wenn man eingibt, würde dann die Formel rausfliegen. Deswegen hier normalerweise diese Felder, solche Eingabefelder, könnte man sowas nicht machen, sondern der User selbst muss dann in seiner Sprache die Eingabe geben. Ne? Und deswegen. Und jetzt, wenn wir es probieren, so ist es dann erledigt. Ja? Also ich wiederhole es nochmal, der Vorteil von so einer Tabelle oder von so einem System vis-à-vis von so einem System ist, dass das Nachschlagwerk hier müsste dann, je mehr Begriffe da kommen, würde das Nachschlagwerk hier mehr in der Breite gehen. Erstens wäre das sehr schwierig zu lesen und zweitens ist Excel ziemlich intolerant bei Breite. Also je breiter eine Tabelle ist, desto langsamer läuft das Ganze. Und deswegen wäre so ein Nachschlagwerk nach dem Muster wesentlich einfacher zu lesen. Man muss nur runter scrollen. Und bis es wirklich ganz breit wird, dann muss man hier x Sprachen hinzufügen, was eigentlich sehr rar ist. Meistens hat man 2, 3 oder 4 Sprachen, aber kaum 10 Sprachen. Okay? Und wie gesagt, in Eingabefelder, wo jemand eingeben muss, macht man normalerweise keine Formel, weil sonst könnte man ja gar nichts eingeben. Was man noch macht, ich tue mal hier gerade die Formel wieder löschen. Ich meine, ich habe sie ja nur gemacht, um Übung. Was man auch machen kann, um zu vermeiden, dass jemand hier jetzt in der Funktion reinpfuscht oder sogar die Funktion sieht, man kann das ganze Blatt hier sperren. Wie man das macht, ist über Format und dann Blatt schützen. Okay, jetzt aber vorher muss ich noch was erklären. Und zwar gehen wir mal über Format, Zellen, Formatieren. Und da sieht man, da kommt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wie man die Zelle formatiert. Mich interessiert es hier, der letzte Register, nämlich Schutz. Bei Schutz sieht man, dass die Zellen gesperrt sind. Was das heißt,
die sind jetzt, in dem jetzigen Stand, überhaupt nicht gesperrt. Die werden erst gesperrt, wenn man das Blatt schützt. Aber man kann nicht alles Zellen sperren. Irgendwo muss der User eingeben können. Und zwar diese und diese Zellen dürfen gar nicht gesperrt sein. Deswegen, was man macht, man markiert sie über Format Zellen formatieren, Schutz und den Schutz aufheben. Okay? Und noch bei dieser Sprache hier, dass man die Sprache auswählen kann. Genau dasselbe Theater. Zellen formatieren, Schutz und weg. Okay, der Rest, jede andere Zelle ist gesperrt. Gucken wir mal zum Beispiel die an. Die ist immer noch gesperrt. Okay? Und jetzt kann ich mein Blatt schützen. Blatt schützen. Jetzt, man kann hier ein Passwort eingeben oder auch kein Passwort, ist ja egal. Wenn man ein Passwort eingibt, natürlich heißt es, dass keiner kann diesen Schutz aufheben, außer diese Person kennt das Passwort. Bei kein Passwort kann jeder den Schutz aufheben. Manchmal in Excel legt man den Schutz nicht um, etwas zu verstecken, einfach nur um Fehler zu vermeiden, dass niemand durch Irrtum in eine Formel eingibt und dann ist die Formel weg und die ganze Kalkulation oder was immer ist dann total falsch. Okay, und deswegen, wir machen jetzt mal ohne Passwort. Okay, jetzt ist das Blatt geschützt und ich könnte zum Beispiel hier gar nichts mehr schreiben. Ja? Wenn ich hier jetzt was probiere, geht gar nichts. Okay, aber hier kann ich ganz einfach schreiben. Ich kann die Sprachen wählen und hier auch nicht. Überall ist jetzt zu und man kann gar nichts eingeben. Okay, und wenn ich den Schutz wieder aufheben will, Blattschutz aufheben. Jetzt dadurch, dass wir kein Passwort eingegeben haben, wird der Blattschutz auch sofort aufgehoben. Okay? Mit Passwort, wenn man Passwort schützen will, Blattschützen. Und man gibt hier ein Passwort. Ich gebe mal jetzt 3 Buchstaben, AAA. Und dann muss man das nochmal wiederholen, AAA. Und jetzt ist das dann geschützt. Wie vorhin, ich kann jetzt hier zum Beispiel nichts löschen oder reinschreiben. Und wenn ich den Schutz wieder aufheben will, muss ich dann wieder Blattschutz aufheben. Und wieder das Passwort AAA eingeben und schon ist alles da. Okay? Und man kann auch beim Schutz, könnte man auch, wenn man geht auf Blattschützen, man kann auch wählen, was darf der Anwender machen oder nicht machen. Okay? Wenn ich sage, ich könnte auch sagen, gesperrte Zellen nicht auswählen, mache ich das weg. Dann, und ich mache den Schutz jetzt, ist der Schutz ist jetzt an. Jetzt kann er nicht mal hier, man kann hier nichts mehr reinklicken und so kann man nicht mal die Formel anschauen. Okay? Wenn jetzt kann man, vorhin hat man noch die Formel sehen können, jetzt kann man gar nichts machen. Ja? Man kann nirgendwo klicken, außer in den entsperrten Zellen. Okay? Und so, das heißt, wenn Sie irgendwann so eine Formel haben, die Sie niemandem zeigen wollen, mit sowas, man muss dann hier bei Blatt schützen, muss man hier gesperrte Zellen auswählen, den Haken weg und so kann man nicht mehr in den gesperrten Zellen reinklicken. Man kann nichts mehr sehen in den Zellen, außer den Inhalt natürlich, aber so die Formen und so weiter, auch Funktionen, was sie da verwendet haben, kann niemand sehen. Das heißt, ich tue es nochmal sperren. Das heißt, durch die Sperrung kann man jetzt nicht mehr sehen, dass wir hier einen W-Verweis benutzt haben, um diese Sprachen zu ändern. Ja, das sieht jetzt niemand mehr. Okay? Und aufheben ist wie gehabt so. Und Blatt schützen ist dann wieder so. Wie gesagt, mit Passwort muss man das Passwort nochmal eingeben, um den Schutz zu aktivieren. Und ohne Passwort.